Was braucht man zum Leben, um es lebenswert zu nennen? Wir kehren nochmal zurück zu diesem Thema. Die Menschen, um die es jetzt geht, haben eigentlich alles probiert, es allein zu schaffen, nicht auf Stütze angewiesen zu sein. Sie hatte drei Jobs gleichzeitig und wurde davon krank. Angela Finger aus Schönebeck schlägt sich mit Minijobs durchs Leben. Sie ist eine von Millionen Geringverdienern in Deutschland, die nicht von ihrer Arbeit leben können. Und dann müssen sie, um über die Runden zu kommen, auch noch Hartz IV beantragen. Ganze Branchen leben inzwischen von diesem Lohnmodell. Die Unternehmen haben sich längst eingestellt auf die billigen Arbeitskräfte und profitieren davon. Für die Betroffenen jedoch geht nach Feierabend die Arbeit weiter. Im Zweitjob, um halbwegs über die Runden zu kommen. Wie geht es denen, die viel schuften und trotzdem jeden Cent dreimal umdrehen müssen? Rechtfertigt die Sorge um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit jeden noch so niedrigen Lohn? Berlin, Mitte August. Streikende des S-Direkt-Callcenters aus Halle sind in die Hauptstadt gezogen. Im Glaspalast über ihnen Tarifverhandlungen beim Ostdeutschen Sparkassenverband. 8,50 Euro für alle und so fort, fordert auch Birgit Beine. Die 54-Jährige kämpft für einen Lohn, von dem sie auch leben kann. Es ist ihr 45. Streiktag und ein Ende nicht in Sicht. Denn der Arbeitgeber will sich partout nicht auf die Forderungen der Gewerkschaft Verdi einlassen. Also wenn es danach geht, dass wir hier so oft Krawall machen, ich denke mal, dann wäre er schon eher eingeknickt. Ich glaube eher, dass er ein bisschen so abgebrüht ist, dass ihn das schon gar nicht mehr stört. Weil für ihn sind wir ja sowieso keine Menschen, sondern einfach nur Nummern. Doch diese Nummern halten fest zusammen. Ohne zu wissen, wann und ob sie überhaupt 8,50 Euro bekommen, ihren Tarif auf Mindestlohnniveau. Um über die Runden zu kommen, müssen etliche Kollegen mit Hartz IV aufstocken, so wie Birgit Beine. Sparen, wo es geht, heißt die Devise. An der Wohnung zum Beispiel. Hier in Halle-Neustadt ist sie zu Hause. Ein preiswerter Plattenbau, das ist das Rückzugsgebiet der alleinerziehenden Mutter. Tochter Stefanie gibt ihr Rückhalt. Als Azubi verdient die 22-Jährige schon jetzt mehr als ihre Mutter. Die geht mit 760 Euro netto im Monat nach Hause. Das Leben der kleinen Familie bescheiden. Große Sprünge waren nie machbar. Wenn da die Kinder gesagt haben, Mensch, ich möchte gerne mal ins Kino gehen oder lass uns doch mal auf den Rummel gehen, das war einfach nicht möglich. Wovon auch? Ja, weil von dem Geld war ja am Ende, wenn das Geld alle waren, noch so viel Monat übrig. Also das war wirklich ganz schlimm. Und damit sie halt wirklich nicht auf alles verzichten mussten, ja, wer hat eine trockene Bämme gegessen, dann ist es die Mutter. Fast 5 Jahre Callcenter-Arbeit haben sie krank gemacht, sagt Birgit Beine. Ein Knochenjob, anspruchsvoll und stressig dazu. Auch ihre Tochter spürt die Belastung. Ihr geht es auch gesundheitlich überhaupt nicht gut. Und das sehe ich auch, auch wenn sie es mir nicht sagt. Sie hat erst Infusion bekommen bezüglich ihres Hörsturzes, den sie hatte. Das kam ja auch von jetzt auf gleich. Und Mutti war vorher komplett gesund, als sie dort angefangen hat. Dort, das ist das Sparkassen-Callcenter S-Direkt in Halle. Arbeitsplatz von mehr als 800 Mitarbeitern, viele befristet und mit Niedriglöhnen. Sie betreuen Kunden in ganz Deutschland, sperren Karten, verkaufen Finanzprodukte, vermitteln Beratertermine. Die Arbeitsbedingungen sind hart, nicht nur an diesem heißen Augusttag. Weniger als die Kunden kontrolliert vor allem ein Mann das Unternehmen. Geschäftsführer Thomas Henkel, die unnachgiebige Arbeitgeberseite in den Tarifgesprächen mit der Gewerkschaft Verdi. Eine Woche nach dem Protest in Berlin ist der Tarifvertrag noch immer nicht unterschrieben. Birgit Beine gibt nicht auf und will mit ihren Kollegen die heutigen Verhandlungen lautstark unterstützen. Derweil wird im Callcenter über ihnen heftig um eine zügige Lohnerhöhung gerungen, je eher, desto besser. Aber nicht für Arbeitgeber Henkel, denn je eher die Erhöhung kommt, desto mehr muss er zahlen. Und da ist es eine Frage der Vertragsverhältnisse und der Durchsetzbarkeit, dass wir nur in Schritten diese Anpassung gegenüber unseren Auftraggeber vornehmen können, um insbesondere keine Vertragsverhältnisse zu gefährden, um Aufträge zu behalten und am Ende des Tages damit auch Arbeitsplätze zu sichern.
Arbeitsplätze sichern. In Deutschland seit Jahren das Totschlagargument für Billigjobs und Niedriglöhne. Schon heute ist jeder fünfte Arbeitnehmer ein Geringverdiener. Heißt, weniger als 1.300 Euro brutto im Monat, trotz Vollzeitjob. Millionen Menschen leben so. Die meisten Betroffenen haben gleich mehrere Billigjobs. Sie müssen aufstocken, beziehen zusätzlich zum Lohn staatliche Leistungen. So wie Angela Finger aus Schönebeck. Sie lebt gemeinsam mit zwei erwachsenen Kindern und ihrer Enkeltochter. In ihrem Beruf als Verkäuferin findet sie schon lange keine richtige Stelle mehr. Im Moment hat sie einen Putzjob auf 100-Euro-Basis. Den größten Teil des Einkommens bestreitet sie aus Hartz IV. Ich komme nicht mal auf 1.000 Euro und ja, das reicht nicht vorne und nicht hinten. Man ist bestrebt, die Familie zu ernähren, dass man zu essen hat, dass man Miete bezahlt, dass man Telefon bezahlt. Man fühlt sich degradiert irgendwo. Man ist wie so ein Abtreter, fühlt man sich manchmal. Gemeinsam schlägt sich die Familie durch. Manchmal frage ich mich, von was man überhaupt noch leben soll. Wo mein Sohn klein war, das ist nun auch schon fast 20 Jahre her, habe ich mal gesagt, ich gehe nie zum Sozialamt. Inzwischen war ich da auch schon und da kommt man sich vor wie der letzte Dreck. Angela Finger ist deshalb ständig auf Jobsuche. Glück hatte sie bisher nicht. Arbeit ist da, aber die meiste Arbeit, auch in Magdeburg und in Umgebung, 400 Euro kann man überall arbeiten. Aber das bringt einem als Hartz-IV-Empfänger nichts, weil das, was man da verdient, wird eigentlich fast komplett vom Jobcenter eingestrichen. Hat man eigentlich zum Nullpreis gearbeitet. Macht keinen Spaß mehr. Man hat ab und zu wirklich diese Nullbock-Stimmung, dass man sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Dann wird man teilweise ausgenutzt. Ich habe in dem einen Monat in Pechau gearbeitet, in Bernburg gearbeitet, in Osterwedding gearbeitet, in Magdeburg gearbeitet. Und immer muss man selber hinkommen, fragt keiner, wie man da hinkommt. Und letztendlich habe ich verdient 540 Euro. Da hat sich mein Jobcenter hingestellt und hat gesagt, das ist Ausbeutung. Ach, habe ich gesagt. Gelsenkirchen in Nordrhein-Westfalen. Hier ist Susanne Neumann seit 23 Jahren Reinigungskraft. Für die Gebäudereinigerbranche gibt es recht gute Tarifverträge. Es gilt ein gesetzlicher Mindestlohn, 8,62 Euro pro Stunde. Mit 35 Wochenstunden arbeitet Susanne Neumann sogar Vollzeit. Offiziell kein Billigjob. Viel ist es trotzdem nicht, was sie und ihre Kollegen im Monat verdienen. Wer bei uns im Job arbeitslos wird, hat praktisch fast das gleiche Einkommen. Weil Arbeitslosengeld 2 ist nicht weniger oder mehr. Zieht man den Aufwand ab an Fahrtkosten und, hast du abends keine Kreuzschmerzen. Oder Angst, zum Arzt zu gehen, wenn der mich krank schreibt, kriege ich wieder eine Abmahnung. Oder in einem netten Gespräch, wo man dann zur Firma bestellt wird, hören Sie mal, das ist schon der zweite Krankenschein in 10 Jahren. Reinigungskräfte stehen enorm unter Druck. Die wenigsten bekommen überhaupt den Mindestlohn. Denn die Arbeitgeber verstehen es geschickt, die Tarifbedingungen zu unterlaufen. Sie nutzen die Notsituation vieler Arbeitssuchender aus. Im Reinigungsgewerbe arbeitet nur rund jeder fünfte Vollzeit. Für den Rest bleiben 400-Euro-Jobs und befristete Verträge. Die erleben alles. Die Stunden werden nicht gezahlt. Es wird sich nicht am Tarifvertrag gehalten. Überstundenprozente werden nicht gezahlt. Tatsächliche Urlaubsansprüche werden nicht gezahlt. Lohnentzug, Abmahnungen, da werden Frauen dann unter Druck gesetzt, dann gehen um. Sie reinigen 600 Quadratmeter in der Arbeitsstunde. Gerade bei den 400-Euro-Jobs wird das missbraucht. Die Frauen arbeiten länger, die hängen Freizeit dran, wird aber nie in Geld umgesetzt. Die Leistungsvorgaben, die heute da sind, kann man nicht mehr schaffen. Jede Frau hat da schon mal eine Überstunde geleistet, die sie nicht bezahlt gekriegt hat. Damit machen die einen Wahnsinnsgewinn. Die, das sind die Arbeitgeber. Sie sparen kräftig Lohnkosten, weil sie weniger Leute einstellen. Richtige, vernünftig bezahlte Jobs aber werden immer weniger. Heute arbeiten fast 8 Millionen Deutsche in Mini- oder Teilzeitjobs. Circa 300.000 arbeiten sogar Vollzeit und beziehen trotzdem Hartz IV.
Zahlen, die in keiner offiziellen Statistik auftauchen. Schließlich arbeiten die Menschen, obwohl sie auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Die Minijob-Falle trifft am häufigsten Frauen. Für die Unternehmen ein gutes Geschäft. Sie sparen bares Geld, weil Vater Staat einspringt. Es ist eine kühle, nüchterne Rechnung, die neben Unternehmern auch Wirtschaftsvertreter aufmachen. Christoph Wockenfuß ist bei der IHK-Halle Dessau für die Standortpolitik zuständig. Er hält es für geradezu selbstverständlich, dass Millionen trotz Arbeit finanzielle Unterstützung vom Staat in Anspruch nehmen müssen. Das ist etwas, das in der sozialen Marktwirtschaft eigentlich so vorgesehen ist, dass die Einkommenssicherung, die bedarfsgerechte Einkommenssicherung eine Aufgabe der Solidargemeinschaft ist, der ganzen Gesellschaft. Und deswegen ist da eigentlich nichts gegen zu sagen, dass Einkommen gesichert werden. Und es ist, wie gesagt, besser, den Menschen eine staatliche Leistung zu gewähren dafür, dass sie arbeiten, als ihnen diese Leistung zu gewähren dafür, dass sie nicht arbeiten. Doch diese Sichtweise hat auf Dauer gravierende Folgen. Ein Niedriglohn reicht weder für Rücklagen noch zum Sparen. Altersarmut droht und die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Und nicht zuletzt belasten die Kosten Staatskasse und Steuerzahler. Ein Teufelskreis, den Wirtschaftswissenschaftler früh erkannt haben. Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung beschäftigt sich seit Jahren mit den Auswirkungen der Billiglohnpolitik. Ein typisches Beispiel sind die Minijobs. Wer heute einen Minijob hat oder aus Not heraus zwei oder drei gleichzeitig macht, der hat später praktisch keine Rentenansprüche. Der fällt dem Staat automatisch und damit der Gemeinschaft auf die Füße. Die Gemeinschaft muss zahlen. Das ist einerseits unsolidarisch. Und auf der anderen Seite ist es ganz eindeutig, dass diese Personen später in die Altersarmut abfallen werden. Um nicht in die Armutsfalle zu geraten, hat Angela Finger aus Schönebeck schon alles Mögliche versucht. Im vergangenen Jahr hatte sie drei Jobs gleichzeitig, als Reinigungskraft, Kurierfahrerin und Kassiererin an einer Tankstelle. Man war ständig gestresst, müde, weil wann kommt man zum Schlafen? Meine Freundin hat schon immer gesagt, dein Etappenschlafen. Man hat wirklich Etappenschlafen gemacht. Das ist mal zwei Stunden da, mal vier Stunden da. Überlegen Sie mal, wenn ich Nachtschicht hatte, zum Beispiel an der Tankstelle, früh um sechs nach Hause, dann kann es mal vorkommen, dass die Technik ausgefallen ist, wie es war, dass die Kasse abgestürzt ist, der Computer. Dann hieß es, ja, Sie können nicht nach Hause, Sie müssen warten, bis das wieder geht. Fertig. Da habe ich gesagt, ich muss um 12 aber wieder arbeiten. Das ist doch nicht mein Problem, hat er gesagt. Sie wollten das doch so. Tja, da hätte ich am liebsten zu Ihnen gesagt, hätten Sie mir einen richtig gut bezahlten Job gegeben, wäre das hier alles nicht so. Trotz all des Stresses hatte Angela Finger am Ende keine 900 Euro im Monat. Nur kurze Zeit ging das gut, dann forderte der Körper seinen Tribut. Angela Finger wurde krank. Das war eine rechtzeitige Gesichtslähmung. Im Krankenhaus hat man mir dann erklärt, das ist, als ob man ein Kabel abdrückt, mehr nicht. Naja, ist ja Gott sei Dank alles wieder weg. Mehrere Wochen lag sie in der Klinik. Seit sie wieder gesund ist, hat Angela Finger nur noch einen Minijob. Die Arbeitssuche gibt sie trotzdem nicht auf. Ich wäre mal so glücklich, wenn ich einen Job hätte, wo ich über 400 Euro verdienen würde. Sogar wenn es so an die 1000 wäre nicht schlecht. Aber wo kriegt man so einen gut bezahlten Job? Berlin im August 2002. Hier wird die Grundlage für den Niedriglohnsektor gelegt mit dem Hartz-Konzept. Nichts weniger als eine komplette Reform des Arbeitsmarktes hat es zum Ziel und die Halbierung der Arbeitslosenzahlen innerhalb von 4 Jahren. Nicht zerreden, nicht diskutieren, was vielleicht nicht gehen könnte, wie das bei uns leider gelegentlich üblich ist, sondern diskutieren und Entscheidungen vorzubereiten, wie man es gehend machen kann. Und sie machten, dass es geht. Mehr Druck auf Arbeitslose, Liberalisierungen im Arbeitsrecht, das sind die Instrumente, die laut Hartz-Kommission den Reformen zum Erfolg verhelfen sollen. Also sie haben auf jeden Fall die Arbeitslosigkeit nahezu halbiert in Deutschland in einem relativ kurzen Zeitraum. Und das ist durchaus ein großer Erfolg. Was die Arbeitsmarktreform, insbesondere das Hartz IV anbelangt, sitzt man hier offenbar einem Märchen auf. Man glaubt, dass die Reform gewirkt hat, es gibt aber keinen Indiz dafür, dass es tatsächlich der Fall ist.
Denn viele, die in der Arbeitslosenstatistik nicht mehr auftauchen, arbeiten heute zu Niedriglöhnen, in befristeten Arbeitsverhältnissen, in Minijobs oder als Leiharbeiter. Wie gerade Leiharbeiter ausgebeutet werden, hat Markus Breitscheidel am eigenen Leib erfahren. Undercover recherchiert der Journalist ein Jahr lang als Leiharbeiter getarnt beim Pharmariesen Bayer Schering, bei Landwirten und bei Opel, wo er sich wie ein Arbeiter zweiter oder gar dritter Klasse behandelt fühlt. Das Erste, was der Chef zu mir sagt, ist, als ich ihn gefragt habe, wo kann ich mich umziehen, wir haben für Leiharbeiter keine Umkleidekabine, du kannst dich hier mitten in der Halle umziehen. Das habe ich dann gemacht. Mir ist das gar nicht aufgefallen, erst am nächsten Tag, dass die Hälfte der Belegschaft, Leiharbeitsbelegschaft, Damen waren und die Opelaner schon gewartet haben, bis der Schichtwechsel war und das Umkleiden der Damen mitten in der Halle dann von Pfiffen stetig begleitet war. Heimlich dreht er an seinen Arbeitsstellen, führt ein Videotagebuch mit ernüchternden Inneneinsichten aus dem Leiharbeiteralltag. In einer kurzen Zigarettenpause wollten wir uns unter den Leiharbeitskollegen unterhalten. Da fuhr unser Schichtleiter sofort dazwischen. Es wäre uns gar nicht erlaubt, untereinander zu unterhalten. Das wäre laut Arbeitsvertrag verboten. Wir haben uns alle sehr schockiert angeguckt. Und dann legt er uns tatsächlich eben noch diese Norm vor. Er zeigt uns die Verschwiegenheitsverpflichtung. Die Leiharbeiter müssten das unterschreiben. Außerdem sei er mündlich darauf hingewiesen worden, nicht mit Opelanern zu reden. Markus Breitscheidel sagt, er fühle sich isoliert. Wo der Undercover-Journalist auch eingesetzt wird. Als Leiharbeiter verdient er oft weniger als die Hälfte eines Festangestellten. Zuletzt als Erntehelfer sogar nur einen Hungerlohn. In 11,5 Stunden knallharter Arbeit auf dem Feld. 30 Euro sind nicht einmal 3 Euro brutto die Stunde. Unglaublich. Man hat es tatsächlich geschafft, Löhne, die in China bezahlt werden, nahezu hier einzurichten durch diese gesetzliche Aufstockung. Denn es ist letztendlich egal, was sie verdienen, ob es 1 Euro ist oder 2. Die absolute Lohnuntergrenze müsste nach Breitscheidels Meinung 10 Euro brutto die Stunde sein. Sonst brechen die Sozialsysteme in Deutschland zusammen. Was mich optimistisch stimmt, ist, ich denke, dass sich das über 1 Million Menschen auf Dauer nicht gefallen lassen werden. Das heißt, wir werden, und da bin ich sicher, in Deutschland soziale Unruhen haben, genauso wie wir sie jetzt in Spanien sehen, genauso wie wir sie jetzt in Griechenland sehen. Das wird ja auf uns zukommen. So weit will es die Politik nicht kommen lassen und steuert gegen, vermeintlich. Im Oktober 2012 beschließt die Koalition im Bundestag eine Erhöhung der Nebenverdienstgrenze bei Minijobs von 400 auf 450 Euro. Für Gewerkschaften und Betroffene ist diese Erhöhung allerdings nichts weiter als reine Kosmetik. Die können damit ihre Arbeitslosenstatistik verschönen, denn wer aufstockt, ist ja nicht arbeitslos. Die 50 Euro, ob man die nur hat oder nicht hat, die werden einem sowieso irgendwo wieder abgezogen. Also hat man doch nichts davon. Der Mindestlohn wird Wahlkampfthema, ausgerechnet für die SPD. Parteichef Sigmar Gabriel besucht die Streikenden von S-Direkt in Halle. Birgit Beine und ihre Kollegen befinden sich nun seit 88 Tagen im Ausstand. Ihre Forderungen sind noch immer nicht erfüllt. Ich will mal gleich am Anfang sagen, dass der eigentliche Skandal ist, dass man für 8,50 Euro überhaupt streiken muss. Natürlich habe ich sozusagen unsere Möglichkeiten genutzt, im Sparkassenverband zu intervenieren, weil ich finde, was hier passiert, ist auch eine Schande für die deutsche Sparkasse. Das kann Birgit Beine voll und ganz unterstreichen. Deshalb hofft sie, dass sie vielleicht der SPD-Chef näher an den erhofften Tarifabschluss heranbringt. Ob es natürlich was bringt, das muss man abwarten, weil das letzte Wort, wie gesagt, hat ja sowieso entweder der Herr Henkel oder halt die Aufsichtsräte. Aber ich glaube schon, dadurch, dass er ja der große Chef ist, dass er doch schon mit seiner Stimme ein bisschen was erreichen kann. Linke Politiker und Gewerkschafter fordern seit Jahren einen Mindestlohn. Gabriel verspricht, sich dafür einzusetzen, wenn die SPD die Bundestagswahl gewinnt. Die Unternehmerseite hingegen warnt, mit höheren Löhnen sei Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig. Der Niedriglohnsektor werde also gebraucht.
Die Experten sind sich nur darin einig, dass er nichts bringt. Also ich bin nicht unbedingt ein Freund des Mindestlohnes, weil ich meine, dass der Staat sich aus der Lohnfindung heraushalten sollte. Das ist eigentlich Aufgabe der Gewerkschaften. Aber ich bin auch der Auffassung, dass die Gewerkschaften, manche Gewerkschaften in den letzten Jahrzehnt etwas schlafmützig waren, aber sich doch da jetzt auch ein Umdenken gebildet hat, bei den Gewerkschaften, aber auch in der Bevölkerung, dass dieser Niedriglohnsektor in dem Maße, wie er existiert, nicht mehr hinnehmbar ist und von daher auch eine andere Lohnpolitik einsetzen wird. Wenn man einen flächendeckenden Mindestlohn einführt, dann ist das faktisch gleichbedeutend mit einem Beschäftigungsverbot für Geringqualifizierte. Und das schadet insbesondere Ostdeutschland, denn wir haben hier eine deutlich höhere Arbeitslosenquote, als wir das in Gesamtdeutschland haben. Und wir haben sehr viele sehr kleine Unternehmen, die sich gesetzliche Mindestlöhne eben nicht leisten können, so die konservative Sicht auf die Dinge. Aber rechtfertigt die Wettbewerbsfähigkeit wirklich jeden noch so geringen Lohn, wie bei Markus Breitscheidel? Wir sind ein fortschrittlicher Industriestaat und ich denke, andere Länder wie England, wie Niederlande haben es alle mit dem Mindestlohn uns gezeigt, dass das funktioniert, dass es keine Arbeitsplätze kostet. Und ich denke, dass es längst an der Zeit ist, den Mindestlohn einzuführen. Susanne Neumann aus Gelsenkirchen weiß, wie es sich mit Mindestlohn lebt. 8,62 Euro haben sie und ihre Kollegen für die Gebäudereinigungsbranche erstritten. Doch selbst Vollzeitkräfte kommen damit im Monat kaum auf 1.000 Euro netto. Ich habe vor kurzem an der Tankstelle gesagt, ich musste 83 Euro bezahlen für eine Tankfüllung. Und habe gesagt, das sind 10% meines Nettoeinkommens. Susanne Neumann kommt mit dem Geld aus, weil auch ihr Ehemann verdient. Ich habe ja auch viele Kollegen, Kolleginnen, die alleinstehend sind. Und wenn sie jetzt, ich sage jetzt mal, nach Miete, nach Strom, so 400 Euro mal gerade für sich haben. Und dann kommt eine Waschmaschinenrechnung, Stromnachzahlung. Dann sind es schon Kollegen, die Ende des Monats mehr Monat haben als Geld. Lange Jahre hat sich Susanne Neumann als Betriebsrätin und in der Gewerkschaft engagiert. Ihr Ziel, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Also ein Arbeitnehmer sollte so viel verdienen, dass er abends ins Bett gehen kann und nicht Angst haben müssen, wie bezahle ich meine Stromrechnung, wie fülle ich mein Auto, weil ich muss zur Arbeit. Wie bezahle ich die Zahnspange meiner Kinder? Wie bezahle ich meine Arztkosten? So viel muss man einfach verdienen können, dass man diese Sorgen einfach nicht hat. Zu Hause in Schönebeck sitzt Angela Finger fast täglich am Computer auf Jobsuche. Sie hat auch Qualifikationen als Zustellerin und medizinische Dokumentationsassistentin. Eine Stelle findet sie trotzdem nicht, zumindest keine, die mehr hergibt als 400 Euro im Monat. Ich könnte jetzt wieder Arbeit kriegen als Kurierfahrer auf 400-Euro-Basis. Da habe ich schon gesagt, Mann, das wäre eine Tagespauschale von, glaube ich, 19 Euro. Das ist zu wenig. Das ist eindeutig zu wenig. Man hat ja Verantwortung, man hat ein Auto, man hat die Medikamente. Mal gucken, was ich mache. Was dieser Job für einen Stundenlohn bedeuten würde, hat sie noch nicht ausgerechnet. Nee, noch nicht. Das habe ich mich noch gescheut. Aber es ist nicht viel. Ich glaube, das sind noch nicht mal 5 Euro. Aber irgendwo will ich arbeiten. Aber es ist kein gutes Gefühl, weil man immer wieder gedrückt wird im Preis. Man muss teilweise sich das gefallen lassen, weil das Druckmittel da ist. Ja, wenn du nicht willst, andere warten vor der Tür. Die würden das gerne machen, auch zu dem Preis. Naja, dann guckt man kurz in sich und sagt, gut, dann machst du es eben doch, bevor ein anderer den Job hat, weil du willst ja einen Job haben. Immer öfter werden ganz reguläre Arbeitsplätze aufgeteilt in Minijobs. Geplant war das im Zuge der Arbeitsmarktreform so wohl nicht. Doch die Realität ist, dass Unternehmen die Gesetze ohne Skrupel zu ihren Gunsten ausnutzen. Trotz dieser Entwicklung will die Politik an den Minijobs festhalten, auch gegen den Rat von Experten. Also ich würde ganz klar auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung setzen. Ich bin auch ein Freund dessen, der sagt, wir sollten die Minijobs völlig abschaffen. Warum müssen wir hier ein Privileg haben, dass die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber von
der Sozialversicherungspflicht weitgehend freistellt. Es ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Form staatlich zugelassener Schwarzarbeit. Die brauchen wir nicht. Arbeitsgericht Gelsenkirchen. Susanne Neumanns Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen hat zum Konflikt mit ihren Chefs geführt. Unter Vorwänden wurden ihr Lohn und Arbeitszeit gekürzt, ebenso der Jahresurlaub. Zur Arbeit muss sie plötzlich weit fahren, es hagelte Abmahnungen. Das Ziel, die aufmüpfige Gewerkschafterin mundtot zu machen. Zusätzlich sagt der Arbeitgeber, ich stelle dich ab heute nicht mehr frei. Das heißt für mich, ich werde jetzt unheimlich behindert, überhaupt noch meine gewerkschaftliche Arbeit zu machen. Susanne Neumann hat dagegen geklagt. Sie ist sich sicher, dass sie Recht bekommt. Diese Lohnansprüche werden mir auch alle gezahlt werden müssen. Den Urlaub, den man mir gestrichen hat, die 7 Tage, die wird man auch mir wieder gutschreiben müssen. Aber das macht man eben halt, um mich mürbe zu machen. Damit allerdings soll der Arbeitgeber keinen Erfolg haben. Also ich muss jeden Tag im Spiegel gucken können. So, und ich habe nicht vor, mich zu ducken. Das, was mein Recht ist, werde ich auch mit der IG Bau durchsetzen. Ich komme im Moment zu meinem Idealgewicht. Ich habe jetzt 13 Kilo mittlerweile abgenommen. Und daran merkt man schon, dass es einen unheimlich beeinflusst. Angela Finger hat ein neues Jobangebot. Eine Teilzeitstelle für immerhin 7,35 Euro pro Stunde. Sie wird es annehmen. Alles sei besser als gar keine Arbeit, sagt sie. Es kann aber doch nicht jeder auswandern in andere Länder, wo man Arbeit hat. Ich meine, wird ja vielfach gemacht, aber naja, es kann nicht sein. Ich will hier nicht weg, wegen meiner Enkelin, wegen meinen Kindern. Es ist ein Stück Heimat hier. Und warum soll man das immer wieder wechseln? Und ich hoffe, dass sich das Ganze noch ein bisschen ändert, dass man wieder gut bezahlte Jobs kriegt, dass man von den Jobs, die man dann hat, auch leben kann, ohne dass man sich Zuschüsse vom Amt holen muss. Susanne Neumanns Arbeitgeber muss ihr den gekürzten Lohn und Urlaub nachzahlen. Das hat inzwischen das Arbeitsgericht entschieden. Doch die Chefs kündigen neue Schikanen an. Die Gewerkschafterin ist sicher, dass es mit der Niedriglohnpolitik nicht weitergehen kann wie bisher. Also ich denke mal, die Wutgrenze ist erreicht. Weil immer mehr Menschen in prekärer Beschäftigung sind. Wir sind nicht mehr die Ausnahme. Und man hört schon jetzt, wenn man die Politiker hört, besonders jetzt, wo es zu den Wahlen geht, dass wir schon eine Rolle spielen. Nur wir müssen es auch mehr in die Öffentlichkeit bringen. Halle am 2. November, vor dem Streiklokal der S-Direkt-Mitarbeiter. Ihr habt einen Abschluss. Ja! Wir haben unseren Tarifvertrag und zwar genau den, den wir haben wollten. Ihr habt eure 8,50, ihr habt eure Entfristungen, ihr habt euren Zusatzurlaub für Wertemitglieder, ihr habt eure vermögenswirksamen Leistungen. Und das Beste ist, die Einmalzahlung gibt es nur für Streikende, nicht mal für Mitglieder, nur für Streikende. Birgit Beine und ihre Kollegen haben Öffentlichkeit und Beharrlichkeit etwas gebracht. Nach 118 Tagen Streik trotzen die Callcenter-Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber S-Direkt endlich den ersehnten Tarifvertrag ab. Ich finde es einfach super, was jetzt hier zustande gekommen ist. Sie sehen ja, ihr seht es ja selber an den Emotionen. Also wir sind heilfroh, dass wir das so, jetzt so gut rauskommen. Endlich Mindestlohn statt Billigjob. Endlich ein Lohn, von dem Birgit Beine und ihre Kollegen leben können, ohne Hartz IV. Und ein Abschluss, der für Deutschland Signalwirkung haben soll. Der Kampf ist ja nicht nur für uns. Wir haben jetzt den Kampf rausgetragen nach Deutschland, wo wir sagen, wo wir den anderen auch Mut machen wollen, haltet zusammen, kämpft dafür, ihr seid es wert, euch nicht mehr ausnutzen zu lassen. Eine Botschaft auch an die Politik, die mit ihren Arbeitsmarktreformen in 10 Jahren kaum mehr erreicht hat als den Verlust von Vollzeitarbeitsplätzen und Lohndrückereien.